Hallo Leute, ein knappes Monat ist vergangen, seit wir uns das letzte Mal Quantum Rush angeschaut haben. Und es hat sich einiges getan. Wie gesagt, das Spiel wird sehr aktiv weiterentwickelt. Es gibt sehr viele kleine Updates. Ich würde sagen, ungefähr im Wochenrhythmus. Auch wenn ich nicht jede Woche ins Spiel schaue, aber es kommt mir so vor, als wäre jedes Mal, wenn ich mich einlogge, ein bisschen was Neues. Einer der großen Änderungen hier im Hauptmenü, der Rest bezieht sich eigentlich aufs Spielgefühl, ist sicher die Paintjob-Auswahl. Es gibt jetzt einige Paintjobs, die spezielle Muster auf euren Gleiter painten. Muss man sich noch alle kaufen, aber die kosten jeweils einen Credit. Bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht alles eine Coin kosten sollte. Aber zurzeit kosten sie einen Credit, also habe ich mir mal alle Paintjobs gekauft. Die Farben selbst kosten Coins, insofern das ist noch immer nicht ganz aufeinander abgestimmt. Aber ja, sei es wie es sei. Ansonsten gibt es hier nicht wirklich viel, auch in dem Konfigurationsbildschirm und auch im Forschungsbildschirm. Das schaut alles noch so aus wie vorher. Ich habe ein paar mehr Upgrades. Ich glaube, ich habe zwei Upgrades mehr. Ah, da kommt, warte, Moment. Das erinnert mich daran, dass ich eigentlich noch ein neues Shield installieren sollte, oder? Oder eine neue Armor? Nee, irgendwas habe ich doch... Habe ich nichts Neues erforscht? Moment. Ich habe nur noch 1000 Research-Punkte, also irgendwie... Oh, warte, muss ich das erst kaufen? Moment. Das, was ist mit dem? Ah! Ja, kaufen. Kaufen wäre eine Möglichkeit. Okay, also kaufen funktioniert mit Credits noch immer, nach wie vor. Ich bin mir inzwischen aber im Klaren darüber, wofür die Coins sind. Und das ist auch der Grund, wieso ich dieses Video genau jetzt mache. Dazu kommen wir aber am Ende. Zuerst möchte ich euch noch kurz zeigen, was sich so streckenmäßig getan hat. Es gibt nämlich einige neue Strecken. Perfekt. Vielleicht sehen wir das mal, auch wenn wir das Schild nicht brauchen. Und eine davon ist tatsächlich meine neue Lieblingsstrecke, Airport. Ich zeige es euch mal im Practice-Modus, weil ich sehr, sehr schlecht auf ihr bin, aber sie ist eine coole Strecke. Also, die Strecke wirklich, wirklich leiwand, nur ich ziemlich schlecht drauf. Ein großer Unterschied zum letzten Mal, als wir dieses Video gemacht haben, war, dass damals das Matchmaking nicht wirklich funktioniert hat. Ich war mir nicht sicher, ob das Matchmaking nicht funktioniert oder ob zu wenig Leute es spielen. Ich bin mir auch jetzt nicht sicher, wie viele Leute es spielen, aber das Matchmaking scheint sehr viel ausgereifter zu sein, weil man jetzt tatsächlich auch mit Leuten spielt. Ich habe heute früh schon zwei Runden auf GTC gespielt, auf der Stadtmap, und habe die Leute ziemlich gefickt, muss ich sagen. Also zweimal war ich da wirklich mit einigem Abstand Erster. Und dann haben wir Airport gespielt, diese Map, und ich war katastrophal. Ja, ich war nicht katastrophal, ich war Sechster im Endeffekt. Aber ja, Airport eine leibende Map, weil sie endlich mal was Kleineres, Verschlungeres ist. Problem, so klein und verschlungen wie sie auch ist, sie hat dadurch einige Clipping-Fehler. Man klippt oft mal ein bisschen durch die Wände, nicht mit dem ganzen Racer, aber einfach nur mit der Perspektive. Das schaut einfach noch unschön aus. Aber es ist mal was anderes, es ist eine nicht komplett offene Strecke, so wie Canyon oder GTC, und es ist die erste nicht offene Strecke, die ich sehe. Das zum Beispiel. Ist cool, dass man der Decke entlang fahren kann. Endlich gibt es einen Grund, das nicht mit Autos, sondern mit Gleitern zu machen. Obwohl, ich nehme an, wenn man schnell genug ist, könnte man auch mit dem Auto machen. Komme ich gerade drauf. Naja, egal. Aber endlich mal gibt es Strecken, die ein bisschen futuristischer wirken und wo die Gleiter auch relativ gut reinpassen. Aber man hat es gerade an der Decke entlang fahren gesehen. Man klippt trotzdem ziemlich hart durch alles durch. Insofern, so cool die Strecke auch ist, sie braucht ganz klar noch ein bisschen Ausreifung. Das Matchmaking ist cool, wenn man gegen andere Leute fährt. Ich finde, es steuert sich auch ein bisschen besser. Ich kann nicht sagen, ob es daran liegt, dass sie was geändert haben oder dass ich einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung inzwischen habe in dem Spiel. Aber ich finde, die Steuerung ist inzwischen ein bisschen smoother. Das ändert aber nichts an meinem nach wie vor größten Kritikpunkt, und das ist die extreme Diskrepanz zwischen was ich sehe und was sich tatsächlich mit dem Gleiter tut. Man sieht noch immer, wenn ich mich in eine Kurve lege, das sieht so extrem aus und es passiert nichts. Das ist nichts. Ich stell mich hier fast im 90-Grad-Winkel hin, jedes Mal um eine Kurve zu fliegen. Und es sieht im Multiplayer-Modus einfach nur dumm aus. Wenn man gegen andere Leute fährt, es sieht einfach nur dämlich aus, wie sich Leute immer wieder mit diesem Antippen, so wie ich es hier auch mache, um die Kurven zu kommen, immer wieder so schlagartig ausfahren in eine Richtung. Es schaut einfach dumm aus, wenn das 14 Leute vor einem machen. Deswegen, ja, auch wenn sich jetzt vielleicht inzwischen für mich besser anfühlt, wie gesagt, weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder ob ich einfach schon ein bisschen besser geworden bin, es sieht noch immer dämlich aus. Und wenn man das die Runde beendet und darauf wartet, dass die anderen Leute ins Ziel kommen und man schaut dem Autopiloten zu, sieht das noch immer genauso dämlich aus. Ich meine, hier, das ist einfach nicht gut. Das ist viel zu extrem. Die Bewegungen schauen viel zu extrem aus. Und weil es jetzt gerade so rasch ging, erinnert mich das an was anderes.
Heute habe ich wirklich eine geschlagene halbe Minute im Siegesbildschirm gewartet, bis der letzte Wichser über die Ziellinie war. Das ist etwas, das kann nicht passieren bei Rennen mit 15 Leuten. Es muss, sobald der 14. über die Ziellinie ist, muss einfach das Rennen abgebrochen werden. Der Skillunterschied ist wirklich einfach noch eklatant und es gibt keine Möglichkeit aus diesem Siegbildschirm rauszugehen, weil man quasi sofort wieder in dieselbe Lobby geworfen wird. Das heißt, alle 15 Leute müssen das Rennen beenden und dann werden alle 15 wieder zusammen in eine Lobby geschmissen. Was ich auch gesehen habe, viele Leute scheinen nicht zu checken, dass man sich eine Strecke aussuchen kann im linken Bildschirmbereich, wenn man Races fährt. Aber das kann ja alles noch kommen. Also Death Races und Speed Races machen jetzt zumindest mal mehr Sinn, weil man endlich gegen andere Leute fährt. Die Steuerung finde ich persönlich ein bisschen besser, wie gesagt, kann nicht sagen, ob es vielleicht daran liegt, dass ich einfach mich schon dran gewöhnt habe. Sieht aber noch immer lächerlich aus. Ansonsten hat sich im Spiel nicht viel getan, hier und da glaube ich ein paar Bugfixes. In Death Races ist man immer mal irgendwie, hat es komische Grafikbugs hin und wieder gegeben, wenn ein Fahrer zerstört wurde. Das ist jetzt glaube ich seltener, zumindest ist mir heute bei dem Death Race, das ich gefahren habe, nichts in dem Sinne aufgefallen. Die neuen Strecken zum Beispiel, ich bin ziemlich sicher, dass es diese Airport-Strecke vor einem Monat noch nicht gab, zumindest war sie mir komplett unbekannt. Und sie wird zumindest auch in den normalen Racetrack-Circle aufgenommen. So viel zum Spiel. Die Änderungen sind marginal, aber an allen Ecken und Enden und es sind sehr gute Änderungen. Was noch immer fehlt, ist zum Beispiel eine Map, die ich noch immer sehr gut fände von den Strecken, wenn man tatsächlich auf der Strecke ist, die Maps. Man kann jetzt, ich glaube man hat sogar gesehen im Ladebildschirm, man kann diesen Hint-Bildschirm, der einem zeigt, der quasi die ganze Steuerung erklärt, kann man jetzt ausschalten. Man kann sich, während man darauf wartet, dass die anderen Leute ins Spiel laden, anschauen, gegen wen man überhaupt fährt und so weiter. Also das sind alles ganz okaye Änderungen. Nichts Großes, aber es geht alles in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Auch die Sachen mit diesen neuen Paintjobs und so weiter, das ist alles ganz cool. Aber der Grund, wieso ich dieses Video heute mache, genau heute, ist, weil ich genau heute eine E-Mail von Quantum Rush bekommen habe. Hello Pirates, bababababam. So, today we would like to give you an overview on the topic of coins and credits. Und wenn ihr euch daran erinnert, das war meine größte Sorge, dass Coins mehr oder weniger ein Pay-to-Win sind. Und diese E-Mail bestätigt das, im Großen und Ganzen, aber noch in der Beta zumindest noch nicht allzu hart. Also, scrollen wir mal durch die E-Mail, bis der Punkt kommt mit den Coins. So, currently Coins allow you to. Also, was kann man bisher mit Coins machen? Unlock Colors, but there are also colors that can be unlocked with Credits. Das werden wir mal checken, weil ich bilde mir ein, dass ich schon irgendwann mal eine Farbe gesehen habe, die sich mit Credits unlocken lässt. Ich wüsste nur nicht, wo sie ist. Hier, das ist das Coin-Zeichen und das Coin-Zeichen unterscheidet sich nicht sehr vom Credit-Zeichen. Das Credit-Zeichen soll nämlich an eher ein C sein und das Coin-Zeichen eher ein Q, aber naja, hätten wir es anders machen können. Erstens mal, es wäre schön zu sehen, eine Liste zu haben von Farben, die ich schon besitze, weil jetzt im Moment muss ich mich durch alles durchhauen, um die Farben zu finden, die ich schon habe. Sie sind zwar, glaube ich, anders hervorgehoben, aber naja, das hilft nicht wirklich. Die Frage ist, wo sind die Farben, die man angeblich mit Credits kaufen kann? Schauen wir mal eher zu den Farben, die kacke ausschauen. Was ist zum Beispiel mit dem? Das ist doch ein sehr, sehr schwaches Rot. Nein, nichts. Es zeigt übrigens auch nicht die Farbe aus, die ich ausgewählt habe. Sondern sobald ich rausgehe, zeigt es mir wieder an, wie mein Gleiter bisher aussieht. Was cool ist, aber wenn ich dann auf eine andere Farbe gehe, ist da irgendwie eine gewisse Diskrepanz. Es wäre cool, den Gleiter mehrmals nebeneinander zu sehen, mit jeder ausgewählten Farbe und der Originalfarbe auch noch. Oh, ups, das war eine Farbe, die ich schon hatte. Orange 8, zum Beispiel eine unglaublich hässliche Farbe. Schaut einfach aus wie Kacke, kostet trotzdem Credits. Also, kostet trotzdem Coins. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, wo die Farben sind, die Credits kosten. Türkis? Nein. Ha. Gut, also das dürfte zumindest zur Zeit nicht stimmen, oder vielleicht gibt es wirklich nur einige Farben und ich habe es jetzt durch Zufall nicht gesehen. Ich will Ihnen gar nicht unterstellen, dass Sie lügen, ich sage nur, es dürfte nicht allzu viele Farben geben, die man mit Coins kaufen kann. Unlock Skins. Okay, die kompletten Skins kaufen zurzeit noch mit Credits. All diese Skins habe ich für genau einen Credit gekauft, was mir sehr, sehr seltsam erscheint, also vielleicht wurde das wirklich einfach nur falsch einprogrammiert. Unlock Additional Garage Slots, ja, das haben wir hier, die neuen Stellplätze. Skip Research Times. Und da kommen wir schon zu einem Punkt, den ich schon das letzte Mal angesprochen habe. Jetzt im Moment, diese letzte Research, die ich hier betrieben habe, hat 10 Sekunden gedauert, wenn überhaupt. Aber wer sagt, dass die Researches für einen neuen Gleiter nicht einfach eine Stunde dauern? Und da kommen wir dann langsam in den Bereich, wo Coins nicht mehr einfach nur da sind für mehr generelle Auswahl
an Farben zum Beispiel oder auch an Stellplätzen, da will ich mehr, einfach eine Komfortfunktion. Ja. Die Frage ist, ist Forschungszeit kürzen wirklich noch eine Komfortfunktion oder gibt es mir einfach einen Vorteil, weil ich mich einfach schneller durchforschen kann. Wenn zum Beispiel ein neuer Gleiter wirklich 24 Stunden dauert, dann ist das ganz klar eine Zeitdauer, die einfach das Spiel einschränkt. Extrem, wenn ich nicht bereit bin, Geld zu investieren. Das heißt, das ist ein Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das cool ist. Vor allem mit dem nächsten Punkt. Purchase races, including the research. You need to unlock another race from the same tier before you can use this option. So, wenn wir hier gehen auf Racer Nummer 2, seht ihr, ich kann mir hier um 22 Coins diesen Racer kaufen, wenn ich schon einen anderen Tier 2 Racer vollständig erforscht habe. Wiederum schaffen sie es, ein sehr gutes Zwischending zu finden zwischen Pay to Win und purem Komfort. Ich meine, ist das Pay to Win? Meiner Meinung nach schon. Weil ich mir ja tatsächlich einen Vorteil im Spiel einfach kaufe, den ich sonst ergrinden müsste. Aber ich kriege halt nichts, was besser ist. Pay to Win, meiner Meinung nach, der Definition nach, der strengen Definition nach, sollte sein, ich kann mir mit Geld Vorteile kaufen, die exklusiv sind. Leute, die kein Geld investieren, können sich diese Vorteile nicht kaufen. Und das ist es nicht. Ich kriege durch die Möglichkeit, mir Racer zu kaufen von demselben Tier, keinen Vorteil, den nicht auch ein anderer Spieler haben kann. Aber ich kriege ihn so viel schneller, ich gehe um so viel Grind herum, dass ich behaupten würde, es ist fast schon, es grenzt schon sehr an Pay to Win. Ich meine, wie lange wird man brauchen für einen so einen Racer? Wahrscheinlich, naja, für die ersten nicht lange, 5 Spielstunden, wenn überhaupt. 5 Spielstunden für den ersten Racer. Oder sagen wir, nehmen wir 3 und runden wir auf. Für alle 3 Racer brauche ich dann also 10 Stunden. Oder ich brauche nur 3 Stunden und kaufe mir den Rest mit den Coins. Das heißt, ich erspare mir einen Grind-Faktor von 7 Stunden fürs erste Level. Und für die zweiten und dritten und vierten Level vielleicht noch viel, viel mehr, weil ihr seht, die ganzen Research Trees werden wesentlich, wesentlich ausgefeilter. Und die Teile kosten natürlich auch mehr pro Research. Ich weiß nicht, ob sich die Research-Punkte anpassen, aber es kann sehr gut sein, dass ich vielleicht für diesen Racer allein, dessen Research über 2 Seiten geht, wahrscheinlich gute 15 Stunden in dieses Spiel buttern muss. Und das müsste ich für jeden Tier 5 Racer. Oder ich erspare mir 30 Stunden Grinden und kaufe es mit Coins. Wie viel kosten die übrigens mehr? Kosten die? Ja, die kosten schon fast alleine 100 Coins. Der Research allein von diesem Schiff kostet 26.000. Das heißt, ja, es ist strictly speaking kein Pay to Win. Es ist ungefähr so wie LOL. Auch LOL hat einen extremen Grind-Faktor, League of Legends, für die mit der Abkürzung nicht vertraut sind. Obwohl ich annehme, dass ungefähr jeder auf der Welt inzwischen League of Legends kennt, der sich irgendwann mal in den letzten paar Jahren vor den PC gesetzt hat. Auch da ist der Grind exorbitant und ich kann ihn mir abkürzen, indem ich einfach Geld ausgebe. Und es ist halt nicht wirklich Pay to Win. Wie gesagt, ich kriege keine exklusiven Vorteile, die Leute, die kein Geld zahlen, nicht haben. Aber der Grind-Faktor ist so extrem hoch. Ich erspare mir so viel Ingame-Zeit und Spielzeit, dass ich fast geneigt bin zu sagen, es ist doch auch Pay to Win. Und der letzte Punkt ist Unlock Additional Racer Configuration Pages. Ja, wenn ich hier in den Racer gehe und hier auf Configure Racer und dann auf Configuration Page, dann kann ich mir hier zusätzliche Pages kaufen. Ich nehme an, um dann meine Gleiter on the fly miteinander zu vergleichen. Ja, das ist solche Komfortfunktionen, auch diese Garageplätze, das sind Komfortfunktionen, das ist okay. Ja, das ist meiner Meinung nach vollkommen okay, das anzubieten. Du kannst bis zu 3 Racer wollte ich eigentlich sagen. Zuerst wollte ich nämlich Fighter sagen, aber es sind keine Fighter. Du kannst bis zu 3 Racer storen. Wenn du mehr willst, kauf dir noch einen Stellplatz. Völlig okay. Aber wenn es darum geht, so exorbitante Massen an Grind zu umgehen, dann weiß ich nicht, ob das okay ist. Und vor allem lesen wir die E-Mail weiter. In the near future, Coins will allow you to activate boosts that increase the number of research points and credits received for each race. Das heißt, ich kann in Zukunft mit Coins sogar noch mehr abschneiden, indem ich noch mehr Research Points und noch mehr Credits kriege. Das heißt, das kann dann schließlich ein Problem werden, wenn ich nämlich nicht genug Credits habe. Wie gesagt, ich habe gerade von 10.000 Credits, habe ich 7.000 ausgegeben für dieses erste Teil. Das heißt, wenn ich die Forschung abschneide,
indem ich hier auf Skip Research gehe und mir sofort einen Tier 2 Flyer von einer anderen Firma hole, werde ich nicht die Credits haben, mir die Dinge dazu zu kaufen. Das heißt, ich muss eigentlich dann auch wieder Coins zu Credits machen, um mir zusätzliche Teile zu kaufen. Beziehungsweise mir Teile mit Coins statt mit Credits kaufen. Also, alles in allem ist es schon sehr pay-to-winny. Weil, naja, wenn dann zwei Leute tatsächlich... Also, wenn man dann zum Beispiel auf den höheren Levels ist, der Unterschied zwischen einem Tier 5 Racer, der gerade erst anfängt, und einem Tier 5 Racer, der all das hier an Upgrades hat, der wird ziemlich gewaltig sein. Das heißt, ja, ich kriege kleine Ingame-Vorteile, die sich andere Leute zwar über Zeit auch holen können, aber in demselben Tier bekomme ich Vorteile und ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, dass es ein gutes System ist. Ich finde es cool, dass es unterschiedliche Tiers gibt, auf jeden Fall, ja, und jedes Tier wird auch schneller und die Gleiter besser und so weiter, das ist alles leimend. Aber dass es innerhalb eines Tiers Unterschiede gibt, halte ich für irreführend. Weil was bringt es mir nun überhaupt, Tiers zu haben, wenn der Unterschied zwischen einem Tier 6 Gleiter einfach nur riesig ist? Warte mal, Tier 6 gibt es noch nicht? Wieso gibt es da schon die... Wurscht. Aber ja, schaut euch das an. Das ist extrem. Die Unterschiede, die ihr hier seht, Primary Weapons, bla 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 bla. Oh, was? Hä? Comparison with Default? Wieso ist die Waffe so viel schlechter als meine? Ah, okay, da haben wir zum Beispiel eine gute Primary Weapon. Ja, wie gesagt, das sind extreme Unterschiede. Und wenn man sich dann diese Vorteile innerhalb eines Tiers auch mit Research Points, also eben nicht mit Research Points, sondern mit Coins kaufen kann, dann glaube ich, kratzt das schon so knapp an einem Pay-to-Win-System, dass man sich das sehr, sehr gut überlegen soll. Sie sagen auch im letzten Absatz, summing it up, Coins will allow you to further individualize your race's looks and access some comfort features. Nein, eindeutig nicht. Es gibt Comfort-Features und es gibt mehr Individualisierung, ja, aber es gibt auch ganz klare Vorteile gegenüber dem extremen Grind. Und das ist eine Entwicklung, auf die ich sehr genau aufpassen werde in nächster Zeit. Offensichtlich versucht man, nicht gleich von vornherein als Pay-to-Win-Spiel abgestempelt zu werden, indem man sagt, oh, wenn du zahlst, bekommst du einfach einen besseren Racer. Aber ja, wenn ich den Grind auf so ein Level hebe, dann mache ich quasi genau das. Ich meine, es ist auch ein Witz zu sagen, dass ich in LOL ohne Geld zu investieren genauso effektiv bin, wie wenn ich einfach mal $50 reinbutter und mir 20 Champions kaufe. Weil je mehr Champions ich spielen kann, desto wichtiger bin ich in der Competition, desto mehr Strategien kann ich überhaupt anwenden, auf desto mehr Spielsituationen kann ich mich einlassen, weil ich einfach einen größeren Champion-Pool habe und damit mehr Sachen machen kann. Und hier wird es genauso sein. Der Unterschied, nur einen Tier 3 Racer zu haben oder alle Tier 3 Racer, wird riesig sein, weil für manche Strecken werde ich einen anderen Racer wollen. Und ja, obwohl es eben dadurch nicht den genauen Spezifikationen von Pay to Win entspricht, würde ich sagen, dieses System ist schon wirklich verdammt nah dran, kriminell nah dran, eindeutiges Pay to Win zu werden. Wir werden schauen, wie sich weiterentwickelt. Ich habe jetzt bei den Tier 1 Racern habe ich noch keinen Unterschied gesehen zwischen meinem Racer und den Racern anderer Leute. Wie gesagt, ich habe in den ersten beiden Runden auf GTC, eine Map, die ich schon sehr, sehr gut kenne, einfach komplett gestompt. Also das war nicht mal irgendwo knapp. Aber ja, wenn mehr Strecken kommen und mehr Racer und man mehr Variabilität braucht und nicht mehr in jede Strecke 50 Stunden Training bereit ist zu buttern, kann mich dann jemand einfach outplayen mit weniger Training, einfach weil er sich einen Racer gekauft hat. Das ist das große Problem, das am Ende des Tages bleibt. Also, das war's für März mit unserer Quantum Rush Review. Ich weiß nicht, ob ich mich jedes Monat dazu hinreißen lasse, ein Video zu machen. Wie gesagt, der einzige Grund für dieses Video, oder zumindest dafür, dass das Video genau jetzt erscheint, ist, dass ich heute früh diese E-Mail bekommen habe. Aber ja, wenn die Updates in diesem Sinne so bleiben, in dieser Frequenz und in dieser Stärke, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass wir ungefähr einmal im Monat reinschauen, was sich so tut und in welche Richtung sich dieses ganze Pay-to-Win oder auch nicht Pay-to-Win-System weiterentwickelt. Das heißt, das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.